Taucher- bzw. Sporruhren gehören wohl zu den populärsten Uhrenarten überhaupt. Extrem robust, wasserdicht und extrem gut ablesbar. In diesem Video stelle ich euch 5 Taucher- bzw. Sportuhren deutscher Hersteller vor. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, Sport- und Taucheruhren ist mein Thema heute. Ich möchte euch 5 verschiedene Uhren zeigen von 5 verschiedenen Herstellern. Jede einzelne Uhr kostet nicht mehr als 1200 Euro. Und das fand ich eine ziemliche Herausforderung, denn ich habe festgestellt, dass die Uhren, die mich interessieren, die ich gut finde, doch meistens über dieser Preisgrenze liegen. Und ich habe also etwas suchen müssen, um etwas zu finden, von dem ich glaube, dass es euch interessiert und vielleicht auch die ein oder andere Überraschung dabei ist. Einige der Uhren werde ich auch in naher Zukunft in einem kompletten Review vorstellen. Ich hoffe, ich kann euch überraschen. Lasst gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt und möchtet, dass ich auch zukünftig interessante Uhren vorstelle und mit den Herstellern auch eine gute Verhandlungsposition habe, lasst gerne einen Kommentar da oder abonniert meinen Kanal. Das hilft mir, euch in Zukunft interessante Uhren vorstellen zu können. Die Taucheruhren, die ich euch zeige, habe ich wieder den Preis nach sortiert. Und die erste Uhr, die ich euch zeige, kommt von einem deutschen Hersteller mit einem nicht deutschen Namen, Mark & Sons. Vom Namen nach käme man wohl nicht auf die Idee, dass dies eine deutsche Uhrenmarke ist, aber sie sitzt in Deutschland und sie produziert in Deutschland und die Uhren sind auch Made in Germany gelabelt. Die Uhr, die ich euch heute zeige, ist die MSO-048-1S. Aktueller Listenpreis im Juni 2020 680 Euro. Die Uhr wird angetrieben durch ein ETA 2824-2 und ist sowohl auf den Stundenmarkierungen als auch auf den Zeigern mit Super Luminova BGW9 belegt. Das Ziffernblatt hat einen Sonnenschliff, gefällt mir sehr gut und ist auch etwas außergewöhnlich, gibt es in verschiedenen Farbvarianten. Ich habe mich für die graue entschieden, weil ich die am außergewöhnlichsten fand. Und weil ich auch der Meinung bin, dass diese Uhr sehr gut einen Spagat machen kann zwischen einer Sportuhr und einer etwas eleganteren Uhr für nicht ganz so legere Anlässe. Das verbaute Glas ist ein Saphirglas und die Uhr ist bis 30 Bar bzw. 300 Meter wasserdicht. Der Bandanstoß beträgt 22 mm und das Stahlband verjüngt sich von 22 mm auf 18 mm. Die Uhr ist die kleinste im Test und damit auch für etwas kleinere Handgelenke geeignet, mit einem Gehäusedurchmesser von 39,5 mm. Allerdings ist die Uhr relativ hoch mit 13,5 mm, was die Uhr ein kleines bisschen mopsig, etwas robuster erscheinen lässt. Ich habe sie einmal live gesehen. Es ist nicht ganz so schlimm, wie es die Daten vermuten lassen, aber es ist keine schlanke, keine flache Uhr. Gewicht mit Stahlband beträgt 177 Gramm. Ja, Mark & Sons ist ein Hersteller, der so ein kleines bisschen unter dem Radar fliegt. Die Uhren, die ich bisher sehen konnte, haben alle eine wirklich gute Qualität, sind sauber gearbeitet, sind in gewisser Weise eigenständig. Mark & Sons hat auch Modelle, die bestimmten Designvorlagen folgen, aber dieses Modell finde ich relativ eigenständig. Und ich finde, der Hersteller hätte etwas mehr Aufmerksamkeit verdient. Er fliegt ein bisschen unter dem Radar, wie gesagt, auch unter meinem bisher. Ich glaube, ich muss da mal etwas genauer hinschauen. Vielleicht habe ich die Gelegenheit, auch zukünftig einmal ein paar Uhren dieses Herstellers als kleine Miniserie vorzustellen. Ja, die Nummer 1 war die kleinste Uhr und die Nummer 2 ist die größte Uhr. Eine Firma, die H2O heißt, kann eigentlich nur wasserdichte Taucheruhren produzieren. Die Uhr, die ich euch heute vorstelle, ist von H2O. Es handelt sich um die Hellberg CH6. Die Hellberg CH6 wird im Juni 2020 gemäß der Webseite angeboten für 743,75 Euro. Interessanterweise kalkuliert Hellberg die Preise netto, dann wird die Mehrwertsteuer draufgerechnet. So kommen die krummen Endverbraucherpreise zustande. Die Uhr hat einen Durchmesser von 45,5 mm und eine Höhe von 16,2 mm. Also schon ein ganz großer Klops am Arm mit extrem robusten 100 Bar gleich 1000 Meter Tauchtiefe.
Der Lack-to-Lack-Abstand sind nur 50,5 mm, also verglichen mit dem Gehäusedurchmesser relativ wenig und damit vielleicht auch an kleineren, schmaleren Armen gut tragbar. Die Bandanschlussbreite beträgt 24 mm und die Krone hat sehr, sehr griffige 8 mm, die sollte sich auch mit Handschuhen unter Wasser tatsächlich bedienen lassen. Wobei ich jedem davon abrate, die Krone unter Wasser zu bedienen, theoretisch ginge es aber. Zeiger und Indizes sind mit Super Luminova BGW 9 belegt und die Uhr wird angetrieben von dem bewährten Miyota 9015. Kein Schweizer Werk, kein Ether-Werk, aber das Miyota-Werk gilt als sehr verlässliches, robustes Werk und ich persönlich glaube, dass es hier eher um eine Glaubensfrage geht, als wirklich um technische Vor- oder Nachteile. Natürlich hat jedes Werk Vor- und Nachteile, aber für mich persönlich sehe ich keinen klaren Gewinner, keinen klaren Verlierer, sondern nur punktuelle Unterschiede bei den einzelnen Werken. Zu der Uhr gibt es optional ein Milanese-Band. Das ist 4,3 mm dick und passt dann auch hervorragend an diese große, dicke Uhr. Völlig egal, ob euch jetzt die Uhr gefällt oder nicht, ob ihr sie tragen könnt oder nicht. Ich empfehle euch, schaut einfach mal auf die Webseite, denn H2O hat für die Uhren Uhrenkonfiguratoren. Ihr könnt euch die Uhren auf der Webseite so zusammenstellen, wie ihr das möchtet. Ich finde das richtig klasse und würde mir das auch von anderen Herstellern wünschen. Zusätzlich kann man sich dann Bilder von seinen zusammengestellten Uhren herunterladen, sodass man genau vergleichen kann, was man haben möchte, wie die Uhren wirken, wie sie aussehen. Ich finde es genial gemacht und würde mir das auch von anderen Herstellern wünschen. Deshalb mein Tipp, klickt mal rein, schaut es euch an. Die dritte Uhr, die ich euch zeige, ist von Laco und zwar die Laco Amazonas. Zu dieser Uhr wird es in naher Zukunft auch ein ausführliches Review von mir geben, denn Laco hatte mich auf ein Video hin angeschrieben und mir angeboten, mir verschiedene Uhren für Reviews zur Verfügung zu stellen. Ich bekomme nichts dafür, ich zahle nichts dafür, insofern kann ich darüber auch frei berichten. Es ist keine kommerzielle Partnerschaft, sondern wirklich ein unentgeltlicher Service von Laco. Sie haben was davon, ich habe was davon, insofern freue ich mich da sehr drüber. Und die Laco Amazonas ist eine der Uhren, die ich bekommen werde und euch vorstellen kann. Aktuell liegt die Laco Amazonas bei 980 empfohlenen Verkaufspreis und wird angetrieben durch ein Laco 24. Es ist wohl ein veredeltes ETA 2824-2. Die Uhr hat ein Saphirglas und Zeiger und Indizes sind belegt mit Super Luminova C3. Die Uhr hat 42 mm im Durchmesser und eine Höhe von 13,4 mm, also schon eine etwas dickere Uhr. Der Bandanstoß beträgt 20 mm und von Horn zu Horn, Lack to Lack, ist der Abstand 50,5 mm. Die Uhr ist bis 30 bar, also 300 Meter wasserdicht und wiegt mit Band 182 Gramm. Ich finde diese Uhr ausgesprochen interessant, weil sie durch die Farbgebung sehr frisch und modern wirkt. Und Laco bietet dieses Modell auch mit blauen und orangenen Farbakzenten an, sodass hier für jeden, der Farbe liebt, mit Sicherheit eine Uhr dabei ist, die zumindest einen zweiten Blick wert ist. Die Uhr kommt übrigens nicht nur am Stahlband. Es gibt auch die Option, farblich passende Bänder zu der Uhr zu ordern, sodass man wirklich einen sehr, sehr tollen Farbakzent am Arm hat und nicht erst farblich passende Bänder suchen muss. Gefällt mir sehr gut und ich freue mich schon drauf, die Uhr in real zu sehen und euch vorstellen zu können. Die vierte Uhr im Review heute ist eine Uhr, wo die Marke mir immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Es handelt sich um Marcello C oder Marcello C, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ausgesucht habe ich mir hier die Tridente Titanium. Die Uhr hat aktuell einen empfohlenen Verkaufspreis von 1.148 Euro und ist bis 100 bar bzw. 1.000 Meter wasserdicht. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 43,6 mm und ist 14 mm dick. 1.000 Meter Wasserdichtigkeit, da braucht man halt ein etwas größeres und dickeres Gehäuse für. Die Uhr wird angetrieben durch ein Sellita SW200-1 und Zeiger und Marker sind belegt mit Super Luminova. Ja, wer große Uhren mag,
aber das Gewicht scheut ist hier bei dieser Uhr mit Sicherheit richtig aufgehoben. Marcello C. ist nach allem, was ich hören und lesen konnte, dafür bekannt, qualitativ hochwertige Uhren zu bauen, den Servicegedanken zu leben, auch wenn die Marke relativ klein ist und bei vielen unter dem Radar fliegt, glaube ich schon, dass man nicht enttäuscht ist, wenn man eine solche Uhr sich genauer anschaut und vielleicht sogar kauft. Die letzte Uhr in meiner kleinen Vorstellung heute ist die Limes Neptun mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 1160 Euro am Stahlband. Die Uhr wird angetrieben durch ein Sellita SW200-1 und ist bis 1000 Meter wasserdicht. Verglichen mit der Tridente, die wir gerade hatten, ist es eine vergleichsweise kleine Uhr bei gleicher Wasserdichtigkeit. Die Uhr hat nur einen Durchmesser von 41,5 mm und ist lediglich 12,6 mm hoch. Ich finde das durchaus bemerkenswert bei 1000 Meter Wasserdichtigkeit in dieser vergleichsweise kleinen und flachen Uhr. Das finde ich sehr charmant und ich würde mir diese Uhr auch tatsächlich einmal genauer angucken und für mich selber auch für einen Kauf in Erwägung ziehen. Der Abstand von Horn zu Horn sind 50 mm und die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm. Auf der Frontseite ist ein Saphirglas verbaut, der Rückseite ist verschraubter Stahlboden. Das Gehäuse ist aus Edelstahl und gebürstet und die Lünette ist ebenfalls aus Edelstahl, was sie gegenüber den anderen Taucheruhren abgrenzt. Die Indizes und die Zeiger sind mit Leuchtmasse belegt. Die Zeiger sind schön breit, sodass man viel Leuchtmasse auftragen kann und die Uhr mit Sicherheit auch in der Nacht sehr, sehr gut ablesbar ist. Was mir bei der Neptun wirklich gefällt, ist, dass das Design sehr eigenständig ist. Hier keine andere Uhr, kein anderer Stil kopiert ist. Das Gehäuse von Ikler in-house gefertigt wird und man eine sehr, sehr eigenständige Uhr bekommt. Man zahlt natürlich auch einen etwas höheren Preis dafür verglichen mit Uhren, die aus Großproduktionskomponenten zusammengesetzt werden. Aber mit 1160 Euro am Stahlband ist diese Uhr immer noch keine teure Uhr und gemessen an dem, was geliefert wird, wirklich eine preiswerte Uhr. Keine billige Uhr, aber eine preiswerte Uhr. Ja, wenn euch was gefällt, lasst gerne ein Abo da, lasst Kommentare da. Sagt mir, was ihr sehen möchtet, ob ihr noch andere Wünsche habt für diese Art des Formates. Und bis dahin, tschüss, Axel.